Am 14. Februar 1972 feiert das Kultmusical Grease Premiere am New Yorker Broadway, wo es in den nächsten 7,5 Jahren mehr als 3000 Mal aufgeführt werden wird. Weltweite Bekanntheit erlangt das Musical schließlich durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1978, in dem John Travolta und Olivia Newton-John die Hauptrollen spielen. 1981 wird zum ersten Mal Wetten, dass nach einer Idee von Frank Elstner ausgestrahlt, der in den ersten Jahren auch die Moderation der Fernsehshow übernimmt. Unzählige Stars und 215 Episoden später wird Wetten, dass erst im Jahr 2014 wieder eingestellt. Und das geschah in Österreich. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geht ein tiefer Riss durch die österreichische Gesellschaft. Zwei Fraktionen stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite die Sozialdemokraten, auf der anderen die Christlich-Sozialen. Verschärft wird die politische Spaltung durch die Schaffung der paramilitärischen Verbände Heimwehr und Schutzbund. Die Weltwirtschaftskrise verstärkt die Spannungen und 1927 eskaliert dann die Gewalt. Im burgenländischen Schattendorf werden bei einem Aufmarsch des linken Schutzbundes zwei Menschen erschossen. Wenige Monate später setzt eine wütende Menge wegen des Freispruchs der mutmaßlichen Täter den Wiener Justizpalast in Brand. Die Exekutive reagiert mit Waffengewalt und schießt auf die Demonstranten. Es gibt Dutzende Tote. Diese Ereignisse sowie die politischen Entwicklungen in den Nachbarländern Österreichs verschärfen die Situation. 1933 schließlich reagiert der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß mit radikalen Maßnahmen. Um sich gegen die deutschen Expansionsgelüste zu wehren und um gleichzeitig die Wirtschaftskrise in den Krieg zu bekommen, beschließt Dollfuß und sein Kreis, das Parlament auszuschalten und Formen des diktatorischen Ständestaates zu installieren. Auch und nicht zuletzt aufgrund sehr starken Drucks von Seiten Mussolinis. Und die Arbeiterbewegung gerät in eine existenzielle und substanzielle Krise, nicht zuletzt deswegen, weil sie eben nicht mehr auf eine Arbeiterschaft zurückgreifen kann, ja, die ihre Massenbasis stellt, sondern weil die Arbeiterschaft mittlerweile arbeitslos ist. Bundeskanzler Dollfuß gelingt es nicht, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Das Verbot der Kommunistischen Partei und des Schutzbundes reißt die politischen Gräben weiter auf. Es gibt so sehr, sehr massive provokatorische Stiche. Ja, man macht sogenannte Waffensuchen, ja, in Parteiheimen, also in sozialdemokratischen Parteiheimen, in der Parteizentrale, in der rechten Windzeile. Das sind doch sehr starke Provokationen, die sich Richard Bernaschek in Linz am 12. Februar 1934 einfach nicht mehr bieten lässt und gegen den expliziten Willen der Parteiführung hier in Wien mit einer bewaffneten Aktion beginnt. Schutzbündler eröffnen das Feuer und lösen damit einen Aufstand gegen das Dollfuß-Regime aus, der sich vor allem auf Wien und weitere Industriestädte konzentriert. Wiener Gemeindebauten wie der Karl-Marx-Hof werden zu regelrechten Festungen der Rebellion. Gegen die Aufständischen gehen Polizei, Bundesheer und Abteilungen der rechten Heimwehr mit äußerster Härte vor. Bereits am 14. Februar, nur zwei Tage nach Beginn der Kämpfe, ist der Widerstand gebrochen. Die letzten Schutzbündler müssen ihre Waffen strecken. Nach der Niederschlagung des Februaraufstandes, bei dem mehrere hundert Menschen zu Tode kommen, zeigt sich Dollfuß unnachgiebig. Es kommt zu einer Verhaftungswelle, Sozialdemokraten werden in Lagern interniert und 9 Männer werden trotz der Gnadengesuche von Kardinal Theodor Innitzer hingerichtet. Die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften werden verboten. 4 Jahre später marschieren die Nationalsozialisten in Österreich ein.